Episode 15 von Banishers. Wir sind zurück im Jägerlager. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play hier. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Heute geht es die Geschichte mit dem Schmied und so weiter, ja, oder abzuschließen. Mal schauen, also die Ehefrau, wie gesagt, kann nichts dafür, wenn ihr Mann sie schlecht behandelt hat und sie geschlagen hat und sowas. Sie hat sich verteidigt, in Notwehr hat sie mit dem Hammer erschlagen. Kann ich verstehen, nachvollziehbar. Ist zwar Mord, aber sie musste sich irgendwie wehren. Und er, der neue Typ, der jetzt die Schmied-Identität angenommen hat, hat gar nichts gemacht. Hat sich um sie gekümmert. Er hat natürlich Identitätsdiebstahl und so. Er kann hier nicht großartig helfen, weil er kein Schmied ist. Vielleicht sollte er einfach mal die Wahrheit sagen und sowas. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute, die das vielleicht verstehen. Wobei, Ehemannmord und dann noch so Ehebruch und sowas. Ich glaube, da sind diese Gläubigen hier, glaube ich, auch eher negativ eingestellt, glaube ich. Okay, gucken wir mal, wie die Quest endet, aber erstmal kurz zum Wasser hier runter, weil da haben wir ja diesen Schatz. Leute, vielen Dank für den... Ich bin mir sicher, dass der Schatz hier irgendwo ist. Genau, der Schatz. Vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge, Leute. Folge 15. 15 Folgen sind wir ja schon wieder am Start. Da ist der Schatz. Ich dachte eher hier. Oder da vorne. Hier gab es doch noch irgendwo so ein Segel oder so, ne? Na gut, dann ist es halt hier. Hat man aber auf der Karte sehr gut sehen können. Mal schauen, was das ist. Okay, Geißelanlagerung. Das kann ich für Verbesserung der Ausrüstung benutzen. Ich frage mich, ob halt dieser andere Text, dieser Schatztext auch hierher geführt hat. Aber vielleicht, warte mal, da ist ja so ein Segelmast irgendwie dahin gespült. Und war da nicht auch der Text... War da nicht auch die Sprache von irgendwie Wind, Küste, irgendwas hier? Oder ist das jetzt hier zerschollen? Und das wollte mir der andere Text sagen. Na, da komme ich nicht rauf. Da komme ich nicht hoch. Achso, und ich habe noch den Schlüssel für die Jägerlagerkiste. Ich glaube, Fortunes Geist ist hier. Ja. Lass es uns zu Ende bringen. Der Geist, der Salzwassergeist ist aufgetaucht in der in der Schmiede. Wo war die Kiste? Hier, ne? Da. Ich habe ja den Schlüssel gefunden in meiner Hütte. Na? Ja, Schlüssel ist verbraucht. Strahlenkranz? Oh, das ist so eine Brosche. Ich hatte ja noch keine. Cool. Schaden durch Manifestation 30, Dauer der Weberei 5. Weisheit 5, Ausdauer. Schlagangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Das ist doch nice. Er hat sie auch direkt angelegt hier. Meine erste Brosche. Es fehlt nur noch das Gewehr, Mensch. Okay, oh, ich kann die Rüstung verbessern. Wahrscheinlich, weil ich das Schatz-Item bekommen habe. Guck mich nicht an. Ich dachte daran, an der Kiste, ich hatte Schlüssel. Okay, und wieder zwei Sachen abgeschlossen mit der Schatzsuche und der Kiste. Jetzt geht es da... Du hättest was sagen sollen. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Keine Geheimnisse, das war unsere Abmachung. Du hast recht. Denn das funktioniert nur, wenn wir zusammen sind. Okay. Genau. Zusammen. Denkst du, der Verbanner weiß Bescheid? Ja. Nein, aber ich würde nicht darauf wetten. Er ist nicht dumm. Ihm muss zumindest klar sein, dass ich kein Puritaner bin. Ja, du bist Katholik. Mhm. Okay. Jetzt heißt er nur noch Hochstapler. Oh, meins. 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 Alles meins. Du schon wieder. Ja, der schon wieder. Aber keine neuen Gesprächsoptionen. Verschwinde, Heaton. Und keine Zicken mehr. Ja, genau. Hör auf die Frau. In die Tür lässt er mich nicht rein. Ich gehe hier. Still! Da kommt jemand. Verbanner, ihr seid zurück. Hallo. Ich habe nicht mal angeklopft, einfach reingegangen. So. Mr. McWraith, mein Mann ist zurück und man hat mir gesagt, das sei euch zu verdanken. Mhm. Ihr solltet euch nicht zu früh freuen. Ich kenne die Wahrheit. Euer Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, wer ihr seid, werter Herr, aber sicherlich nicht Fortune Heaton. Redet kein Unsinn.
Haskell hat den Meisterschmied Fortune Heaton, einen Puritaner, angeheuert. Ihr seid weder das eine noch das andere. Ihr seid ein Hochstapler. Was wollt ihr? Ich würde gern eure Version der Geschichte hören, Madam. Nun gut. Was? Nein! Woher sollen wir wissen, ob wir ihm trauen können? Das wissen wir nicht. Aber wir müssen das Risiko eingehen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Okay. Über Fortunes Gewaltausbrüche sprechen. Über ihren Ehemann. Als ihr die Scheidung gefordert habt, hat euch euer Ehemann bedroht. Ja. War das das erste Mal? Es war das erste Mal, dass ich die Scheidung wollte. Es war nicht das erste Mal, dass er mir gegenüber gewalttätig wurde. Mhm. Ich habe meinen Mann geliebt. Ich dachte, er würde mich verstehen. Aber Fortune war je zornig. Und ich hatte das Pech, anwesend zu sein, wenn er zornig war. Egal wer oder was ihn wütend gemacht hatte. Er ließ seine unbändige Wut immer nur an mir aus. Das ist falsch. Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Eine witzige Geschichte. Am besten du erzählst sie, Nelly. Fortune erkrankte auf der Überfahrt. Er blieb unter Deck. Wenn es das Wetter zuließ, ging ich frische Luft schnappen. Ja. Eines Nachts hörte ich eine Stimme aus dem Dunkel. Ich hätte weglaufen sollen, aber die Stimme wirkte so gutherzig. Und ich hatte recht. Er ist so gutherzig. Wir wurden Freunde. Beste Freunde. Mordende Freunde. Kommt dir bekannt vor, Antea, meinst du? Okay. Naja, diese Überfahrt dauert ja halt Wochen, ne? Wenn nicht Monate von England hierher in der Zeit. Und da können sie sich halt kennenlernen, wenn ihr Ehemann dann die ganze Zeit im Bett gefesselt war, weil er krank war, unten. Ans Bett gefesselt. Dann können die sich halt ordentlich kennenlernen. Und wenn er sie gut behandelt und die sich gut verstehen, ist das sicherlich besser, als was sie früher durchmachen musste. Okay. Erzählt mir eure Version der Geschichte. Auf der Überfahrt von England ist etwas passiert. Was genau? An Bord hatte ich wochenlang meine Ruhe von Fortune. Er war zu krank, um sich um mich zu scheren. Ich fand sogar einen neuen Freund. Ich dachte mir, vielleicht, nur vielleicht könnte dieser Neuanfang gut für uns sein. Vielleicht würde er sich ändern. Bevor wir aufbrachen, hatte er mir geschworen, nie wieder die Hand gegen mich zu erheben. Ihr dürft raten, was passiert ist. Wir wollten ihn nicht umbringen. Das schwöre ich. Ich glaube auch. Okay. Sehr gelegen. Ihr bereut nichts? Ich denke nicht. Nö. Bereut ihr es? Bereut ihr irgendetwas davon? Was sollte das nützen? Und wenn wir es täten, warum sollte ich es euch erzählen? Ja, ich wäre ihm endlich entkommen, aber das hätte mich das Leben gekostet. Ich brachte ihn um, damit er mich nicht umbringt. Es ist seine Schuld, nicht meine. Ich sehe das genauso wie Sie. Und jetzt noch die Frage, wer ist der Hochstapler wirklich? Ihr seid nicht Fortune Heaton. Also, wer seid ihr dann? Ich bin... Ach, zum Teufel damit. Ihr habt recht, ich bin kein Schmied. Ach was. Ich, mein Herr, bin der auf der Flucht befindliche Dieb Arthur Carty. Aber er ist ein guter Mann. Ein bußfertiger, hart arbeitender Mann. Wenn ich das bin, dann weil du mir zeigtest, wie erstrebenswert dieses Leben ist. Ich tue mein Bestes, ein besseres Leben für uns aufzubauen. Das tue ich wirklich. Vor was lauft ihr davon? Nur vor den rechtlichen Konsequenzen meines unrechten Lebens. Er ist ein Dieb, okay. Aber kein Mörder oder irgendwas so. Ich weiß nicht, wenn das vielleicht schwere Zeiten in England waren, was er gestohlen hat. Vielleicht hat er nur von den Reichen gestohlen? Weiß ich nicht. Ja, das ist also viele haben halt England auch verlassen, entweder weil es ihnen schlecht ging und sie auf ein besseres, neues Leben gehofft haben und sind deswegen in die neue Welt aufgebrochen. Oder wie er hier, jetzt auch noch vor rechtlichen Schritten geflohen und dann in die neue Welt und dann ein neues Leben zu starten. Also die sind aus unterschiedlichen Sachen dahin. Ne? Viele natürlich auch total religiös, weil sie der Meinung sind, England wird jetzt viel, viel moderner immer die ganze Zeit und
wir wollen lieber so ein gottesfürchtiges Leben weiterführen und haben dann hier dann in der neuen Welt ihre neuen Siedlungen gegründet, wo sie dann wieder nach ihrem Glauben besser leben konnten und sowas. Sowas gab es auch. Also es sind so viele verschiedene Gründe gewesen, warum die Leute damals als Siedler aufgebrochen sind in die neue Welt, in Anführungsstriche. Okay, Zeit abzuschließen. Ihr habt mich geschickt, um euren Ehemann zu finden, Mrs. Heaton. Und ich habe ihn gefunden. Der Leichnam eures Ehemanns verrottet auf dem Grund des Meeres. Und sein Geist ist euch hierher gefolgt. Ich habe mich seiner schon einmal erledigt. Was tut Not, um ihn endgültig loszuwerden? Ja. Ich denke nicht, dass der einfach so aufsteigen wird und sein schlechtes Verhalten akzeptiert. Verbannen. Wie würde der denn aufsteigen? Du wirst den Geist mit einem Erlösungsritual sanft aufsteigen lassen, aber warum? Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea aufsteigen kann. Schuldzuweisung, das ist halt auch... Ich weiß nicht. Selbst wenn er ein Dieb ist, okay, aber wenn er hier jetzt besser leben kann, mit ihr zusammen, wenn die sich beide gut tun... So, wenn sie sich wohlfühlt und er vielleicht nicht wieder rückfällig wird und hier die Leute beklaut, ist das ja nicht so schlecht. Du wirst den Siedler mit einem Ritual der Schuld opfern. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea wiederbelebt werden kann. Ich möchte gerne Antea wiederbeleben, aber hier in dem Fall muss ich so handeln, wie ich das für richtig halte. Ich könnte halt einen von denen opfern. Ich werde hier dieses Schwein schmerzvoll verbannen. Fortune Heaton, lebendig oder tot, du bist ein zorniger Mann. Zeit zu gehen. Ich machte sie zu dem, was sie ist. Sie ist mein. Ich baute alles auf und sie haben es mir geraubt. Mhm. Und nun gehen dein Lebenswerk und dein Name auf Arthur Carty über, während du in Vergessenheit gerätst. Nelly wird die Schmiede führen und eine bessere Version von Fortune Heaton wird unsere Welt beglücken. Ich bin Fortune Heaton. Ich war es und werde es immer sein. Jetzt nicht mehr. Hinfort mit dir. Hinfort. Okay, er ist weg. Für immer. Ist es vorbei? Ja. Ist es getan? Ja. Ja, er ist fort. Was werdet ihr den anderen erzählen? Werdet ihr uns auffliegen lassen? Werde ich euer Geheimnis den anderen hier verraten? Nein, das werde ich nicht. Nee, werde ich nicht. Wenn, dann musst du das schon ganz für dich selber tun. Vielleicht entscheidest du dich dafür, das vielleicht zu machen oder so. Okay, Item gekriegt, Level auf. Gestiegen auch. Noch mehr Anzeigen? Nee. Okay, Spukermittlung. Gehen wir mal hin. Dann haben wir das abgeschlossen. Neely Heaton machte gemeinsame Sache mit Arthur Carty, um ihren Ehemann Fortune umzubringen. Der Schmied Fortune Heaton ist ein Hochstapler. Ja, er kann sich ja bessern. Er kann ja vielleicht noch lernen hier, wie man richtige Nägel macht. Der Geist von Fortune Heaton ist aus einem wässrigen Grab, seinen Platz eingenommen. Gut, da haben wir nichts mehr. Red und Antea verbanden den Geist des ermordeten Schmieds Fortune Heaton, der seine Frau schlug. Mhm. Und ich habe kein Verständnis für Männer, die ihre Frau schlagen. Da bin ich hart. Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, mein Herr. Vielen Dank. Gern geschehen. Habt Dank, Mr. McGrath. Danke, dass ihr uns Hoffnung gegeben habt. Mhm. Aber nicht wieder Sachen klauen von den Leuten. Halt dich fern von Diebesgeschäften. Okay. Hauptgeschichte ist jetzt auch angezeigt auf der Karte. Hier. Die Waldbewohner. Chrono... Was? Chronixel? Chronikziel!
Ja, ich wusste ich natürlich. Aber wir haben hier noch eine weitere Dings hier, noch einen Auftrag. Der führt uns vielleicht hier in das Gebiet, wo hier die Fragezeichen sind, denke ich mal. Den mache ich natürlich auch zuerst. Chronikziel natürlich heißt das. Aber ich wollte erstmal hier hin. Ich habe ja immer noch den Hammer, war das der Hammer oder irgendwas, was im Inventar, was Antea jetzt trotzdem inhalieren kann, um ihre Essenz wenigstens ein bisschen aufzuladen, und zwar hier. Der Hammer. Und sollte sie da wieder Hunger nach Essenz haben, kann sie den Hammer nochmal nehmen. Hilft jetzt nichts für mein Ziel, was ich eigentlich haben wollte. Ich habe jetzt kein Menschenopfer gebracht. Ah, naja. Mal gucken, was die nächsten Aufträge so ans Tageslicht bringen. Ob ich da ein paar Leute vielleicht plätten kann. So, wir können... Also Rüstung weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt schon weitermachen sollte, weil man kann ja andere Rüstung auch noch kaufen. Die hier macht ja halt physische Resistenz und so ein bisschen höher. Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Und da, ne, ich habe halt nur eine von diesen Geißelladungen. Wie wäre es denn mit der hier? Da braucht auch die Geißelladung, ne? Was verbessert sich da? Red verursacht mit dem vierten leichten bzw. schweren Angriff 50% mehr Schaden. Die Hälfte. Ist ja auch schon nicht schlecht. Geblockter Schaden, 85 Weisheit. Die Brosche, da brauche ich doch bestimmt nur erstmal die normalen. Ja, guck mal, da habe ich genug von Pyrit und Leder, 300 Leder und sowas. Das mache ich auf jeden Fall. So. Da ich nur ein von diesen Items habe, weiß ich nicht, ob ich... Vielleicht die Fackel lieber nochmal machen. Bei der Hauptrüstung warte ich mal ab, bis was da noch so kommt. So, was brauche ich jetzt hierfür? Auch eine Geißelanlagerung für das nächste. Okay. Und Entwicklung. Endlich wieder Level Up. So, hier habe ich ja das. Was aktivieren wir denn jetzt noch? Aufgeladene schwere Angriffe verursachen 20% mehr Schaden. Ist auch nicht schlecht. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Okay. Nach einem vierten schweren Angriff kommt Antea dazu. Aber hier habe ich ja schon den hier freigeschaltet. Kann ich einen... Ups. Den hier hatte ich aktiviert. Hier sind die Geisterpunkte, die ich dafür ausgeben kann. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, hinterlässt er einen Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Das habe ich doch schon gehabt, oder? Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, wird die Bannanzeige um 20% gefüllt. Das ist nice. Das nehme ich mit. Das ist eine Antea-Fertigkeit. Umso schneller kriege ich mein Bann-Dings wieder voll. Und zwischen den beiden hier kann man wieder hin und her wechseln. Da behalte ich aber das hier. Das und hier. Eine blaue hatte ich ja hier oben. Als Geist-Dings, Essenz. Die ist jetzt da drin. Kann ich hier was freischalten? Wieso geht das nicht? Muss ich da erst einen von denen hier nehmen? Wahrscheinlich. Aber ich kann hier auf der Seite noch einen mitnehmen. Ich glaube, ich nehme hier die schweren Angriffe, dass die 20% mehr Schaden machen. So, jetzt habe ich alles. Was hätten wir hier? Gegenschlag. Wechsle direkt nach einem geblockten Angriff zu Antea. Und was haben wir hier? Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff besiegt wird, erleidest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden. Okay. Das ist auch ganz okay. Nee, schnell reisen will ich nicht. Ja, man muss hier wirklich von Fall zu Fall schauen. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, ich töte einfach alle, die irgendwie mal was falsch gemacht haben, als der Dieb oder sowas, und den zu opfern. Aber die Dame hat ein besseres Leben verdient. Und wenn sie sich so gut verstehen und sie jetzt auch so sogar nicht nur zusammen sind, sondern auch beste Freunde, dann hat sie das auch mal verdient, auch mal eine gute Zeit zu haben.
So, dann kümmern wir uns um den zweiten Auftrag. Dieses Haus hier. Ja? Schau, wie befleckt es ist. Ob jemand zu Hause ist? Hast du geklopft? Vernunft über alles. Das ist wirklich befleckt mit dem blauen Schimmerzeugs. Hey, da drin! Ist jemand zu Hause? Keiner da. Also gehen wir einfach rein. Okay, wir können uns hier ein paar Sachen anschauen. Hier habe ich doch schon mal Leder durchs Fenster geklaut, ne? Okay, ein paar Zettelchen. Eine Karte. Das hier ist die Siedlung. Und hier geht's hinterm Haus weiter. Hier, wo ich mich hier durchgequetscht habe. Hier ist die Brücke, wo ich hier mit der anderen Quest unterwegs war. Und das hier müsste jetzt hinterm Haus sein. Das ist also auf jeden Fall der Bereich, wo diese zwei Fragezeichen sind. Da ist auch hier die eine Hütte aufgezeichnet. Was steht denn hier? Was steht denn da? Relikt? Relik? Relak? Hier bei dem Baum. Angekreist. Der eine Baum hier ist angekreist. Der sieht braun aus. Und dann hier die zwei. Okay. Sind ja auch auf jeden Fall die zwei Fragezeichen vielleicht auf der Karte. Interessant. Hier steht etwas von drei Eichen. Drei Eichen. Dort könnten sich unsere Hausbesitzer befinden. Wenn dem so ist, dann haben sie ihre Karte vergessen. Ja. Dann haben wir hier noch... Jemand ist in großer Eile aufgebrochen. Auf der Jagd nach Gewürzen für den Eintopf, hoffe ich. Mhm. Okay. Essen ist noch auf dem Herd. Wer geht in die Wildnis, um Briefe zu schreiben? Naja, vielleicht schreibt er ein Buch über seine Geschichte. Was haben wir denn hier? Ein Prudence-Brief. Liebe Philippa, entschuldige, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe und dass sich die Lieferung dadurch sicher verzögern wird. Geduld ist wie immer von höchster Bedeutung. Ich hoffe, es geht dir gut und dass deine Mühen mit dem Laden von Erfolg gekrönt sind. Mein Brief erreicht dich sicher zu spät, als dass er dir noch von Nutzen wäre. Aber du sollst wissen, dass sich die Dinge in Nuiden weiter verschlechtert haben. So besorgniserregend sie sowieso schon waren. Die Menschen sind aus der Stadt geflohen und suchen in kleinen Gruppen Schutz in der Wildnis. Ich habe alles versucht, selbst von dort zu verschwinden, aber die Gruppe, der ich mich angeschlossen habe, ist vom Pech verfolgt und das schlechte Wetter tut sein Übriges. Es sind zähe Gesellen, wenn auch nicht die hellsten, aber sie sind diskret und stellen mir keine unnötigen Fragen. Sollte ich je von hier entkommen, werde ich schnellstens in unser Vaterland zurückkehren und dir meine Geschichte von Angesicht zu Angesicht erzählen. Und deswegen wird das vielleicht hier niedergeschrieben alles. Ich habe keine Neuigkeiten über unser Freund Alex. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er unglücklicherweise noch am Leben und er freute sich bester Gesundheit. Nun, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass Alex noch immer schlecht auf uns zu sprechen ist und wir auf ihn. Wo immer er auch sein mag. Meine Nachbarn dagegen sind einigermaßen freundlich, was erwähnenswert ist. Denn du weißt ja, das trifft auf die Leute hier nur selten zu. Wie dem auch sei, vergiss New Eden, liebe Philippa. Geh fort von hier, arbeite woanders, weiter an unserer Ambition. Bitte erweise mir die Ehre, meine aufrichtige Liebe anzuerkennen, teuerste Schwester. In ewiger Treue, deine Prudence. Zwei Schwestern also, Philippa und Prudence. Okay. Unsere Prudence Hake lebt hier, sie schreibt gut. Außerdem scheint sie nicht von Sinnen zu sein. Mhm. Noch nicht. Keine Rede von Albträumen oder sonst irgendwas, nur... Schlechte Erfahrung mit den Leuten. Okay. Wie geht die Quest weiter? Hinterm Haus jetzt? Ja. Und dann hier durch den Felsspalt, dass ich hier oben hinkomme. Und die Bäume müssten auf jeden Fall auch hier stehen. Ein so hier und dann hier hinten die drei anderen. Wenn man das von der Karte aus sieht. Aber hatte sie was zu verbergen? Weil sie hat sich gefreut, dass die Leute hier nicht... keine unnötigen Fragen stellen oder sowas? Welche Geschichte hat's denn damit auf sich? Und wer ist Alex?
So, hier war ich ja schon mal bis hier. Ich muss da hoch, ne? Warte mal, bin ich so weit? Hätte da noch was sein können? Das Haus untersuchen? Was? Das, ich habe das noch nicht fertig gehabt. Ich habe einen Hinweis vergessen. Das ist schlecht. Wo ist denn Jane hier eigentlich? Da. Ich sollte die doch auch nochmal ansprechen wegen der Sache, ne? Jane. Verbanner. Hallo. Wenn ich gerade vorbeikomme, weil ich bei dem anderen Haus was vergessen habe. Fragen wir mal. Seid ihr mit Kate verwandt? Befreundet? Seid ihr mit Kate Newsmith befreundet? Befreundet. Wenn ja, warum sollte ich euch das sagen? Darf ich euch fragen, was ihr hier tut? Ich plaudere wohl nicht gerne... Also, ihr plaudert wohl nicht gerne über Alltägliches, ne? Ich habe den Eindruck, Plauderei ist nicht eure Sache. Nein, das tue ich nicht. Okay, sie ist halt sehr verschlossen. Sonst was Neues? Geht es der Witwe Hake besser? Wie ist das Essen? Es gibt Steak zum Abendessen. Ich scherze. Es gibt Suppe. Und sicherlich interessiert ihr euch nicht für Prudence und ihre Küche. Ganz im Gegenteil, aber sie ist nicht in ihrer Küche. Sie ist überhaupt nicht zu Hause. Sie wandert gern durch die Wälder. Aber Prudence, die hatte doch keine Lust, ihren Laden zu führen irgendwann, oder? War das nicht so? Ich hatte doch mit ihr auch schon mal gesprochen. Sie ist überraschend belesen, die Prudence. Prudence ist recht belesen. Wo wurde sie erzogen? Hat sie nie gesagt. Sie mag Geschichten. Wenn ich über den Krieg spreche, schreibt sie mit. Welcher Krieg? Sucht euch einen aus. Ja. Sie hat bestimmt genug Kriege geführt, und um ihr Land hier vielleicht noch retten zu können. Wie geht es ihr? Wirkt sie in letzter Zeit irgendwie anders auf euch? Sie hatte Zahnschmerzen. Ich gab ihr Galläpfel, um sie zu lindern. Weil sie ihren Mann verloren hat? Prudence hat ihren Mann schon vor vielen Monaten verloren. Die Trauer heilte sie, ihre Zähneschmerzen weiterhin. Ja, ja. Okay, danke schön. Ich verabschiede mich. Danke für eure Zeit. Wartet. Prudence ist meine Freundin. Ja? Wenn sie Probleme hat, möchte ich es wissen. Okay. Keine Probleme, um genau zu sein. Kate macht sich nur Sorgen wegen des Essens. Helft Prudence, falls nötig. Wenn ihr könnt. Ich versuch's. Okay, gut, dass das Gespräch auch mit der Quest zu tun hat, die ich jetzt dabei habe. Sie hier war es nicht, ne? Das hier ist eine andere. Was macht das Medizinerleben, Frau Doktor? Läuft wahrscheinlich besser als bei euch, Herr Verbanner. Das ist Evelyn, aber die hat nichts Neues. Okay. Ich sollte los. Der Herr wird euch leiten, Verbanner, wenn ihr es zulasst. Der Einzige, der mich hier leitet, ist mein Controller. Ups. So, einmal nochmal einen Block gelaufen, damit wir jetzt hier den letzten Hinweis finden. War der noch im Haus drin? Okay. Vielleicht sieht Antea was ich nicht sehe. Warum ist hier so viele Geistenergie? Da. Ein Eimer. Hier pulsiert etwas. Lass mich etwas versuchen. Hä? Das hatte ich nicht erwartet. Wird dieses Haus vom Zahlenteufel heimgesucht? Zahlen? Okay, nur sie sieht die. Jemand hat die Wände geschrubbt. Mrs. Hake muss die Zahlen gesehen haben. Ja, und die haben ihr überhaupt nicht gefallen. Sie hat die Köchin, okay. Ist diese Prudence Hake eine ausgezeichnete Briefeschreiberin. Ja. Belesenheit ist keine Seltenheit. Ja. Eine gute Bildung ist unter Puritanern nicht selten, selbst bei Köchen. Suchen wir diese Eichen und unsere heimgesuchte, belesene Köchin. Okay. Ich dachte schon, dass einige vielleicht Daten sein können, aber einige Zahlen sind auch viel zu lang. Und 1919, das passt ja hier nicht zum 16,
1694, 95, wo wir hier sind. Ich denke, das sind auch keine Lottozahlen. Spielt man hier schon Lotto in der Zeit? Okay, das ist interessant. Mit den Zahlen. Hätte ich das hier nicht erwartet. Okay, wie geht jetzt die Quest weiter? Ah, jetzt muss ich einfach hier hinten hinlaufen. Interessant. Jetzt geht es also hier hinter das Haus, dann da durch und dann dahin. Werde ich auf jeden Fall damit weitermachen. Spukgeschichte. Die Köchin. So. Für eine Köchin ist Prudence Hecke eine begabte Briefeschreiberin. Mhm. So, den folgen wir mal. Die Karte zu den drei Eichen folgen. Nachdem Kate Newsmith Red darum gebeten hatte, sich des merkwürdigen Verhaltens von Prudence Hake anzunehmen, suchten die Verbanner ihr Zuhause auf und fanden dort mysteriöse Spektralzahlen an den Wänden. Ja, das ist echt komisch. Okay, freue ich mich. Nächster Fall wird in der nächsten Episode angegangen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Lasst gerne einen Daumen rum für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, hier in Banishers. Ich habe auch Bock. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.